Morgen. Boah, das ist mal entspannt. Ich habe noch nicht viel gesehen, außer das hier, ja. Aber das gefällt mir schon extrem gut. Eigentlich sucht ja Caro immer das Hotel, weil die hat da ein richtig gutes Händchen für. Und jetzt, wo ich alleine unterwegs bin, muss ich das natürlich wieder alles selber machen, was ziemlich nervig ist. Aber ich habe mittlerweile einen ganz guten Trick. Und zwar lese ich bei diesen Bewertungsportalen nur noch die schlechten Bewertungen. Lest die schlechten Bewertungen. Wenn ihr das nicht so schlimm findet, dann ist es meistens gut. Und wenn euch das tangiert, dann sucht lieber was anderes. Guckt euch mal hier die Poolbar an. Leere Flaschen Drinks. Und hier im Wasser sind die Stühle. Das ist echt nice hier, mitten in den Reisfeldern. So. Das ist mein Room. Das ist echt nice hier. Bisschen entspannt gerade und jetzt gibt es vom Hotel ein Shuttle nach Ubud. Thank you very much for your drive. Thank you. Bye. Halbe Stunde Fahrt und ich stehe mitten in Ubud und ich muss sagen, ist echt ganz schön hier. Also Bali hat irgendwie, ist so ein bisschen so ein verwunschener Ort. Hier sind überall solche Tore und Tempel und dieses Verschmückte, was sonst immer so wie Phantasialand aussieht, sieht hier so echt aus und als würde es, also es gehört ja auch hier hin, finde ich sehr, sehr nett. Obwohl ich eigentlich auf sowas gar nicht so stehe. Hier ist es einfach gut gemacht. Das erste, was ich jetzt brauche, ist eine SIM-Karte. SIM-Karte, check. Und jetzt brauche ich was zu trinken, ey, es ist so warm. So, jetzt werde ich mir einen Roller besorgen, damit ich mal etwas mobil bin. Und dann fahre ich in etwas wie eine, ja, man könnte sagen, eine YouTuber-WG. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt den Roller her. Roller, check. Und diesmal auch mit Helm. Und ich muss nichts bezahlen, wenn was passiert. Es ist nämlich jetzt versichert. Ich habe jetzt nämlich gelernt aus meinen Fehlern. Ich sehe aus wie ein Pilzkopf. Angekommen. Hallo. Überhaupt nicht schnell die Tür aufgemacht. Überhaupt nicht inszeniert. Überhaupt nicht vorbereitet. Nein. Komm rein. Wer kennt sie noch? Ich habe sie in Australien getroffen, beziehungsweise sie haben uns entdeckt auf einem Campingplatz. Wir standen zufällig auf demselben Campingplatz. Genau. Abends. Hallo! Guckt mal da, hier. Der Simon, der war schon mal bei mir auf dem Kanal als Vorspann, irgendwann, als ich in Australien war. Der Jan und die Annika, die haben wir in irgendwo in Australien auf dem Campingplatz getroffen. Babinda hieß das? Ja, Babinda. Ja, und jetzt sitzen wir alle beim Jan und bei Annika im Häuschen und chillen ein bisschen und unterhalten uns und tauschen so ein paar YouTube Insider-Geschichten aus. Und der Simon, der ist hier noch ordentlich fleißig am Videoschneiden. Heute, das wird richtig, richtig gut. Hast du dir mal Mühe gegeben? Richtig viel Mühe. Schwuppdiwupp, schon wieder dunkel. Wir haben uns hier richtig schön tot gequatscht. Und der Jan, der ja, und die Annika, die ja hier schon so ein bisschen Locals sind quasi. Ja, total. Wir sind schon eine Woche lang hier. Es gibt hier einen Stand, da gibt es so frittierte Bananen, frittiertes Gemüse und sowas. Und da gehen wir uns jetzt was Leckeres zu essen holen. Mega, ich habe auch voll Hunger. Was wir eigentlich hin wollten, hat irgendwie nicht geklappt, weil heute ist irgendwie alles zu, weil Sonntag. Ah, das sieht gut aus. Das auch. Und ja. Das ist die Erdnusssoße, die die haben. Da kommt jetzt ein bisschen Sojasauce mit drauf. Und da ist Chili und Frühlingszwiebeln und alles Mögliche. Da ist unser Essen. Simon, mega guter Tipp. Kein Problem, gerne. Alles ratzefatz aufgegessen. Park, jetzt ist mein Roller hier zu. Es geht nicht mehr auf. Es ist einfach voll der Dreck. Auch wieder typisch für mich, dass das Ding jetzt hier verreckt. Der Simon ist seit 7 Monaten auf Weltreise und war noch nicht einmal in irgendeinem Pool drin.
Habe ich ihm gerade erzählt, ja. Ist das nicht crazy? Der Typ vom Rollerverleih ist jetzt da und er versucht jetzt... Yeah, he got it. Trainiert. Geil, und jetzt kann es endlich weitergehen. Ich fahre jetzt nach Hause. Es war ein schöner Tag hier bei den Le Mans im auf jeden Fall. Tollen Haus auf in Ubud, nicht auf Ubud, auf Bali in Ubud. Wunderschöne, schöne Location hier. So, falls ihr den Jan noch nicht kennt hier, unten in der Videobeschreibung, der war auch in Australien, da haben wir ihn ja mal getroffen. Das habe ich, glaube ich, eben schon mal erzählt, wahrscheinlich schneide ich es raus. Guckt mal in die Videobeschreibung, guckt euch seine Videos an, die sind echt cool. Australien, Weltreise, die waren überall hier im asiatischen Raum eigentlich schon. Auch Japan und so, richtig coole Länder, ne? Ja, ein paar. Schaut auf jeden Fall auch beim Simon rein. Genau. Vor allem in sein Instagram, weil der ist einfach nur... Und das Video von heute wird richtig, richtig gut. Ist genug gelabert. Macht's gut, schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao.